Liebe Zuhörer, wir leben in einer zauberhaften Welt. Nur leider nicht für Sie und für mich, sondern eher für Misanthropen. Eine fröhliche Party wird da zu einem Superspreader-Event. Eine Fußball-WM ist kein schönes Sportereignis, sondern eine Kommerzveranstaltung. Ganz schlimm wird es aber, wenn wir auf das Wetter blicken. Wenn der Winter mild ist, dann ist das nicht angenehm, sondern ein schlechtes Zeichen. Und Sonnenschein und Wärme im Sommer, das kann ja nur der Klimawandel sein und die angekündigte Katastrophe. Ja, und so geht der Misanthrop sorgenvoll durchs Leben. Aber jetzt kommt ein Lichtstrahl am Horizont. Klimawandel? Ja, aber nicht menschgemacht. Über diese Hypothese spreche ich nun mit Professor Werner Kirstein. Kirstein ist ein erfahrener Klimatologe und Physiker. Er hat sich über 40 Jahre mit den naturwissenschaftlichen Prozessen der regionalen und globalen Klimavariabilität befasst. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Er ist außerdem Autor des Buches Klimawandel, Realität, Irrtum oder Lüge, Menschen zwischen Wissen und Glauben. Herr Kirstein, ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch und auch die Zuhörer. Der Sommer 2022 ist heiß. Mir wurden aus Friesland 32 Grad gemeldet, aus Berlin natürlich 30 und dergleichen mehr. Temperaturen über 30 Grad haben wir an vielen Tagen. Aber lassen Sie uns erstmal diese typische Definitionsfrage klären. Wo ist denn der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Ja, Wetter ist das, was sich jeden Tag abspielt. Wetter kann man sehen, kann man sozusagen anfassen, hätte ich beinahe gesagt. Während das Klima ist ein rein mathematischer Begriff. Das ist eine Summe aus vielen Wetterereignissen. Man braucht mindestens 30 Jahre Wetterbeobachtung, das ist das Minimum, besser als 50 Jahre, um eine Aussage überhaupt über das Klima zu machen, über die Tendenzen. Also Wetter immer kurzzeitig und lokal und Klima langfristig und regional oder global. Neben dieser Hitze, die wir jetzt derzeit erleben, stellen wir auch eine Trockenheit fest, also wenig Regen. Das Jahr 2022 bringt wenig Regen, insbesondere die Monate März und Mai bis Juli. Bilder von ausgetrockneten Flussbetten, die sehen wir eigentlich im Moment fast täglich in den Nachrichten. Bereitet Ihnen das Sorge? Nee, überhaupt keine Sorgen macht mir das, weil sowas hatten wir immer schon mal. Und das fällt alles unter die Rubrik Wetter. Und Wetter, das geht auf und ab und es ist mal sehr nass, mal ist es sehr trocken, mal ist es heiß, mal ist es etwas kühler. Also das, was da abläuft jetzt im Jahre 2022, das kann man überhaupt nicht hernehmen für eine Bewertung des Klimas. Jetzt haben Sie ja gesagt, also 30 Jahre zurückschauen müsste man schon. Stellen Sie denn fest, dass das Klima sich erwärmt? Nee, das stelle ich nicht fest. Das haben einige festgestellt. Den widerspreche ich aber ganz energisch, weil wir haben seit 40 Jahren ungefähr keine Zunahme mehr, oder seit 30 Jahren auf jeden Fall keine Zunahme mehr der Temperatur, sondern ein Stagnieren bzw. leichtes Abnehmen. Wie gesagt, das ist Wetter. Und Wetter ist ja nun, wie gesagt, ortsabhängig. Wir haben schon oft gehabt, dass es in Deutschland heiß war und in den USA hatten wir Schnee, also im Winter. Oder es war sehr warm. Auch umgekehrt. Also das kann man gar nicht alles global fassen, sondern man muss das immer regional beobachten. Und da sehen Sie dann doch, dass man solche Aussage gar nicht treffen kann. Es ist wärmer geworden. Es stimmt eigentlich nur zum Teil. Ich kann es etwas präzisieren. Von 1977 bis 2002 ist die Temperatur angestiegen. Das ist richtig. Das lässt sich statistisch nachweisen. Und auch die CO2-Konzentration ist in dieser Zeit angestiegen. Da haben natürlich alle gesagt, oder die meinten, sie müssten dann Zusammenhang herstellen. Ja, da haben wir es doch. CO2 ist angestiegen, Temperatur ist auch angestiegen. Eine hohe Korrelation, wie in der Statistik sagt. 0,9 oder sowas, also fast 1. Das ist Fakt. Wenn ich aber jetzt davor gehe in den Zeitraum, vor 1977, dann sehe ich, das passt überhaupt nicht. Und wenn ich dann einen Kausalzusammenhang herstellen will, was da getan wird, dann muss das immer stimmen. Das ist wie das Ohmsche Gesetz oder wie Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Dann stimmt das immer. Da kann ich sagen, das gilt nur hier für einen begrenzten Zeitraum. Ist es denn denkbar, dass man erst eine gewisse Konzentration des CO2 in der Atmosphäre gebraucht hat, damit dieser Effekt in Gang kommt, von dem wir so viel hören? Nee, das kann nicht sein. Denn es gibt CO2 schon lange in der Atmosphäre. Und zwar in geologischer Zeit hat es schon sehr viel CO2 gegeben. 7000 ppm. Wir haben ja heute 410 ppm, also Parts per Million. Und 7000 waren wahnsinnig viel eigentlich dagegen. Und da war es nicht entsprechend warm. Also das ist völlig unabhängig davon. Und wir können also getrost in die Zukunft schauen. Und wenn ich jetzt nochmal sage, nach 2002, ich habe ja gesagt vorhin, von 1977 bis 2002 ist es wärmer geworden und CO2 ist angestiegen. Und ab 2002 ist es wieder kühler geworden, beziehungsweise stagniert eigentlich, wenn man es weltweit betrachtet. Es gibt Extrema und es gibt in die eine Richtung und die andere Richtung. Das Wetter ist ja ganz kompliziert. Das hat ja immer
Extremer und es hat Mittelwerte. Man muss immer mitteln. Und das ist immer schwierig, wenn man diese Extremer ja irgendwie berücksichtigen muss. Also ab 2002 hat die Temperatur global gesehen nicht zugenommen. Aber die CO2-Konzentration hat weiterhin zugenommen. Sie hat immer zugenommen eigentlich in den letzten 100 Jahren oder so. Und das Wetter geht einen eigenen Weg. Und nur diese 25 Jahre von 77 bis 2002, da stimmt das überein und da hat man was beschlossen. Ja, diese statistische Korrelation ist ein Kausalzusammenhang. Ja, von wegen. Kausalität und Korrelation haben nichts miteinander zu tun. Es gibt diese zufällige Korrelation und die ist aber nicht kausal bedingt. Also wenn wir uns mal anschauen, wer sich dazu äußert und diesen Zusammenhang herstellt, dann ist das ein wirklich breites Bündnis. Ich habe heute die Evangelische Kirche gefunden, die dazu publiziert. Dann den Deutschen Gewerkschaftsbund, der ebenfalls zum menschgemachten Klimawandel und zum CO2-Zusammenhang publiziert. Auch die Leopoldina ist ein sehr breites Bündnis. Irren die alle? Ja, es sind nicht, was Sie jetzt genannt haben, sind nur ganz wenige. Es gibt viel mehr Leute, die sagen ganz was anderes. Zum Beispiel der Nobelpreisträger Ivar Giauvert, Professor Leonard Bengston, Professor Malberg, der Physiker Dyson, Professor Jason, Michael, ich könnte das weiter von Professor Gerlich, Dr. Tschäuschner. Ich habe hier eine ganze lange Liste von Leuten, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen das, was ich sage. Also nicht, dass ich hier die Meinung vorgebe, sondern ich habe einfach geschaut, was sagen die Leute? Was sagen die Klimatologen und was sagen hier die, ich nenne die mal Pseudowissenschaftler, wie den Weltklimarat, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, damals Schellenhuber, Rahmstorf, Edenhofer, heute der Chef Mojiblatif, die WMO und die deutschen ausländischen Institute, die davon leben. Denn ich sage mal, die Wissenschaft ist nicht mehr unabhängig, sie ist fremdbestimmt durch die Politik. Und das funktioniert so, dass man einfache Förderkataloge aufstellt, die Politik macht das. Jetzt kann man sich als kleines Institut an der Universität, ich spreche aus langjähriger, jahrzehntelanger Erfahrung, kann man sich aussuchen, wollen wir zusätzliches Geld verdienen, weil die Grundfinanzierung nicht ausreicht, oder lassen wir die Finger davon? Das sagen natürlich viele, auch Wissenschaftler, laufen hinterm Geld her und sagen, wir wollen eine neue Doktorandenstelle da schaffen, wir wollen neue Geräte, Computer, Drucker und so weiter. Das können wir uns nur leisten, wenn wir so einen Forschungsauftrag annehmen. Da muss natürlich rauskommen, was die Politik sich da vorgestellt hat in diesem Konzept. Und wenn wir das tun, schön brav tun, dann überlebt unser Institut. Leider ist die Wissenschaft da auch von betroffen und nicht ganz frei. Könnte es aber nicht auch anders sein? Also ich übertrage das jetzt mal in den Journalismus. Wenn ich Bundeskanzler Scholz jetzt nachweisen könnte, dass er bei Cum-Ex doch mehr wusste, als er bislang gesagt hat, dann weiche ich zwar ab von dem, was viele im Moment schreiben, aber ich hätte so eine Art Scoop. Könnte das nicht bei der Klimawissenschaft auch ähnlich funktionieren? Also ich forsche zwar und habe auch Forschungsgelder erhalten, aber ich finde genau das Gegenteil raus und kann dadurch sogar mein Renommee steigern. Ja, dann können Sie es vergessen, dann kriegen Sie nie mehr Geld. Es gibt ja immer Projektträger. Ich kenne das von Jülich, da war auch so ein Projektträger beim Forschungszentrum Jülich. Und die sprechen ab mit den Wissenschaftlern, wollt ihr dieses Thema bearbeiten und wie geht ihr vor? Inhaltliche bitte, Ideen. Und dann sehen die ja schon, die Projektträger, was im Endeffekt gemacht wird und was dabei auch rauskommt. Und wenn sie jetzt sagen, bei mir kommt raus, Klimawandel hat mit dem Menschen nichts zu tun, dann können sie es gleich vergessen, dann kommen sie gar nicht erst in die Liste. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind in der Regierung und Sie haben das zu entscheiden, wie es jetzt mit uns hier weitergeht und wie wir zusammenleben wollen. Und jetzt haben Sie extrem Wetterereignisse, die extrem medienpräsent sind. Dann haben Sie die veröffentlichte Wissenschaft, die zum großen Teil sagt, ja, der Klimawandel ist menschgemacht. Und dann gibt es einen anderen Teil der Wissenschaft, zu dem Sie gehören, der sagt, nein, da gibt es jetzt gar keinen Handlungsbedarf. Wenn aber der Klimawandel doch ein existenzielles Problem sein könnte, dann würde ich als Regierender doch am ehesten auf Nummer sicher gehen und alles versuchen, ihn zu verhindern und damit auch massiv CO2 zu sparen. Wenn man allen Dingen nachgehen könnte, hätte, wäre, diese ganzen Konjunktive, die hören wir ja laufend, damit kann man keine Politik machen. Wenn ich Politiker wäre, würde ich den Leuten folgen, wo ich sage, das kann ich nachvollziehen. Gesunder Menschenverstand. Oder ich lese mal nach, was sagen viele Wissenschaftler, was sagen die, die ich vorhin genannt habe, die paar Leute, ich finde noch viel mehr. Und was sagt zum Beispiel der Weltklimarat? Und dann kann man ganz leicht erkennen, oder ich muss mir eine Meinung bilden, wem folge ich denn jetzt? Und dem Weltklimarat würde ich auf keinen Fall trauen, denn der hat ja verrückte Äußerungen gemacht. Der hat zum Beispiel 2001 in einem Assessment Report, 2001, Seite 700 irgendwas, hat er gesagt, wortwörtlich, ich zitiere jetzt, in der Klimaforschung und Modellierung
sollten wir erkennen, dass es sich um ein gekoppeltes, nichtlineares, chaotisches System handelt. Deshalb sind längerfristige Vorhersagen über die Klimaentwicklung nicht möglich, sagt der Weltklimarat, oder hat er gesagt. Jetzt passen Sie auf, jetzt kommt der Knackpunkt. In diesem Third Assessment Report steht das so drin, aber es gibt immer eine Kurzfassung für die Politiker. Und da steht dieser Satz nicht dran. Und deswegen glaube ich, kann jeder sagen, was er davon hält, glaubt er dem Weltklimarat und den Leuten, die auf dieser Spur sind, oder sieht er hier auch einen Trickbetrug? Hat zum Beispiel viele Leute gegeben, Wissenschaftler. Vincent Gray, der war aus Neuseeland, ein Chemiker, der hat gesagt, the IPCC is fundamentally corrupt. Das stimmt genau hier mit überein mit der Aussage, die ich gerade gemacht habe. Wenn ich jetzt Ihrem Rat mal folge, ich darf nur glauben, was ich auch verstehe. Also ich bin beeindruckt, wenn Fridays for Future Kinder im Alter von 15 Jahren mir diese Zusammenhänge glauben, erklären zu können, kann ich nicht. Aber was ich nachvollziehen kann, ist, wenn wir über Jahrtausende und Abertausende von Jahren organisches Material in den Boden eingelagert haben. Also wir haben es nicht gemacht, aber es hat sich so ergeben. Und das holen wir jetzt alles raus und ballern das dann innerhalb von 150 Jahren wieder in die Luft. Dass das Konsequenzen haben kann, das erschließt sich mir. Ja, wenn CO2 wirklich ein Zusammenhang ergäbe mit dem Klima, dann würde ich Ihnen recht geben. Aber dieser Zusammenhang ist nicht gegeben. CO2 ist, ich sagte vorhin schon, zu 410 ppm in der Atmosphäre und steigt ganz langsam an. Es gibt auch Gründe dafür, das kann man auch erklären, warum es langsam ansteigt. Aber nicht durch die Emissionen des Menschen, sondern durch Ausgasungen aus den Ozeanen. Wir sind ja, wie gesagt, in einer Warmzeit. Und in der Warmzeit ist die Ozeantemperatur immer etwas höher. Das heißt, wenn Sie mal eine Flasche Mineralwasser nehmen, da ist auch CO2 drin, das wird fälschlicherweise Kohlensäure genannt. Und wenn Sie die warm machen, dann gast das aus, das CO2, und geht sozusagen verloren. Und wenn Sie jetzt das abkühlen würden und das CO2 ist vorhanden, dann geht das wieder in Lösung. Der Chemiker sagt, CO2 ist wasserlöslich. Das geht in Lösung und kann auch bei Erwärmung wieder rausgehen. Genau dieser Effekt, der spielt sich schon seit Jahrmillionen ab. Professor Werner Kirstein hat sich seit über 40 Jahren mit den naturwissenschaftlichen Prozessen der regionalen und globalen Klimavariabilität befasst. Außerdem auch ein Buch darüber geschrieben. Das lautet Klimawandel, Realität, Irrtum oder Lüge, Menschen zwischen Wissen und Glauben. Und wir haben ihn hier zum ersten Mal zum Gast gehabt. Und ich muss sagen, es war ein erfrischendes Gespräch. Herzlichen Dank für Ihre Einsichten. Ja, ich danke dir auch.